Sie erinnern sich an einen Tag in Ihrer Kindheit, meine Damen und Herren. Sie stehen vor einem riesigen Karussell, das sich dreht und dreht. Immer neue Figuren in immer neuen Formen tauchen vor Ihnen auf. Und Sie können sich nicht entscheiden, wann Sie endlich aufspringen wollen. So ähnlich hat sich der scharfsinnige Conan Doyle, der Schöpfer von Sherlock Holmes, gefühlt, als er vor den Werken des Mannes stand, dem heute unsere Aufmerksamkeit gilt, vor den Werken des Honoré de Balzac. Ich weiß einfach nicht, wo ich einsteigen soll, sagte Doyle über das gewaltige Werk des Kollegen. Und ein wenig verständlich ist diese Verzweiflung schon. Balzac, 1799 in der alten französischen Hauptstadt Tours geboren, war vom Schreiben besessen. Gut, nicht nur vom Schreiben. Er hatte auch noch zahlreiche andere Leidenschaften, doch keine löste eine vergleichbare Produktivität aus. Sein Hauptwerk, La Comédie Humaine, die menschliche Komödie, war auf nicht weniger als 137 Romane angelegt. Nein, vollendet hat er den Plan nicht. Er brachte es schließlich auf nur 91 Folgen, in denen nach konservativer Schätzung um die 3000 handelnde Personen auftreten. Doch auch dafür muss man sich als Schriftsteller nicht unbedingt schämen. Zudem tauchen in dieser Rechnung nicht die Dutzende von, heute würden wir sagen, Groschenromanen auf, die er als junger Mann anonym veröffentlichte, nicht die Theaterstücke, Essays, Pamphlete, Ratgeber fürs Eheleben oder für das Krawattenbinden, Reklametexte, die auch noch aus seiner Feder flossen. Und es ist mit dieser Zahl auch nicht dem Umstand Rechnung getragen, dass Balzac seine Werke, kaum hatte er die Druckfahnen in der Hand, oft so radikal umschrieb, dass das Ursprungswerk kaum noch zu erkennen war. Stellt man den Schriftsteller und dessen Werk in seine Epoche, in dieses Frankreich der postnapoleonischen Zeit, dann drängt sich unwillkürlich ein Vergleich mit der expansiven Kraft des zur neuen Macht gekommenen Bürgertums auf. Es waren die Jahre, in denen neue Reiche gegründet wurden. Kein Entwurf konnte groß genug sein. Das Unermessliche war die Größenordnung. Der zentrale Ort des Geschehens ist Paris, die Hauptstadt, deren Bevölkerung sich 1800 bis 1830 verdoppelt hatte. Gleichzeitig waren die sozialen Spannungen in der Metropole bis an die Grenzen des Unerträglichen ausgereizt. Fast zwei Drittel der Einwohner lebten in unwürdigen ökonomischen Verhältnissen, von den sanitären Verhältnissen gar nicht erst zu reden. Wer sich in dieser Stadt behaupten, wer gar reüssieren wollte, dürfte in seinen Mitteln nicht wählerisch sein. Entsprechend laut waren die Klagen über den moralischen Verfall, entsprechend grell wurden die Erfolgsgeschichten herausgestrichen, entsprechend hoch war die Rate der Verbrechen, der von der Justiz verfolgten und der von dieser Justiz aus vielerlei Gründen nicht verfolgten Verbrechen. Zu den Kreisen der Macht führten nur zwei Wege, Geld und Adel, zumindest adelige Verbindungen. Der Vater von Balzac hatte das auf bescheidene Weise dem Sohn vorexerziert. Er, der studierte Sohn eines Bauern, hatte sein Beamtengehalt mit allerlei Immobilienspekulationen aufgebessert und dann bei einem Positionswechsel in der Provinz flugs und großlos seinem Namen ein kleines De hinzugefügt. So wurde aus Monsieur Balzac Monsieur de Balzac. Das war noch kein Sprung in die vordersten Seiten des Gotha, doch immerhin ein Anfang. Sein Sohn, unser Honoré, sollte den Aufstieg in Paris fortsetzen, zunächst mit einer Beamtenkarriere, wozu ein Studium der Rechtswissenschaften zwingend geboten schien. Tatsächlich begann Balzac auch ein Studium der Rechte, doch er verließ die Universität, bevor es zu den Schlussprüfungen kam. Seine wahre Berufung sah er in der Schriftstellerei. Und auf die warf er sich mit jenem Enthusiasmus, den wir gerade beschrieben haben. Es ging dabei nicht nur ums Schreiben, es ging dabei gleichsam um die Eroberung der ganzen Branche. Balzac wollte Autor, Redakteur, Herausgeber, Verleger und auch dazu noch Besitzer einer Druckerei sein. Realisierte die Pläne auch, jedenfalls eine Zeit lang. Dann erlitt er kommerziellen Schiffbruch, musste Teile des Unternehmens abtreten, Schulden machen.
Kurz, Balzac durchlebte genau dasselbe Schicksal wie zahllose andere Emporkömmlinge. Er sackte zusammen in der Niederlage, Depressionen waren ihm kein fremdes Gefühl, doch dann sprang er wieder auf und machte sich an die nächsten Projekte. Das Wort Emporkömmling, meine Damen und Herren, ist hier das Schlüsselwort. Vor allem anderen kam es darauf an, sich ein Entree zu den Salons der feinen Gesellschaft zu verschaffen, etwa durch eine amoureuse Affäre. Balzacs Education Sentimentale, seine Einführung in die Welt der Leidenschaften, übernahm Madame de Berny, Frau mehr als 20 Jahre älter als der Autor, eine, wie Balzac sie schildert, ungewöhnlich liebenswerte Person und dazu nicht weniger wichtig, eine Dame mit den allerbesten Verbindungen. Sie ist, wenn ich das einmal so geschmacklos sagen darf, eine erste Sprosse für seinen Aufstieg in die Kreise des Hochadels. Eine Herzogin folgt, mehrere Gräfinnen. Es scheint, es habe die Witterung adeliger Herkunft Balzacs erotische Instinkte ganz besonders heftig angestachelt. Aber es ging naturgemäß um weit mehr als Eros. Die Gesellschaft, in die Balzac sich drängte oder die ihn zu sich lockte, war die Gesellschaft, die seine Romane bevölkerte, war zumindest ein Teil davon. Die feinen Kutschen fuhren gestern noch durch den Bois de Boulogne. Heute finden wir sie schon im ersten Kapitel eines neuen Romans. Balzac, das hat Marcel Proust vielleicht als erster bemerkt, Balzac war immer gleichzeitig Erzähler, Hauptfigur und eben auch Vorbild für seine Geschichten. Dabei ließ der Erfolg sehr lange auf sich warten. Balzac war 30, als die Kritik ihm erstmals nachhaltig ihre Aufmerksamkeit schenkte. Gut, das war auch der erste Roman, den er unter seinem eigenen Namen veröffentlichte. Der deutsche Titel lautet Die Königstreuen. Es geht dabei um die Geschichte einer Gruppe von Bretonen, die ihren König in der Revolution von 1789 bis zuletzt die Treue halten. Ein historischer Roman, also doch mit für die Zeit deutlich lesbaren aktuellen Bezügen. Die Pariser schickten sich nämlich gerade wieder an, einen König zu vertreiben. Diesmal war es Charles X., der den Plan gefasst hatte, die französische Verfassung aufzuheben. Balzac, der sich gerade erst in die noblen Kreise hineingeschraubt hatte, ergriff die Partei des Adels. Und als Zeichen der Zugehörigkeit stellte auch er, gelernt ist gelernt, seinem Namen ein sich selbst geschenktes De voraus. Jetzt war auch er Monsieur de Balzac. Er gewöhnte sich auch, kaum war der erste nennenswerte wirtschaftliche Erfolg zu verbuchen, einen Lebensstil an, der dem seiner neuen Gesellschaft zumindest anverwandt war. Das ging bis in den Prunk der Inneneinrichtung. Möblierung à la Balzac war damals eine stehende Redewendung. Viel Vorhang, schwere Leuchter, viel Stuck, viele Putten. Natürlich kostete das mehr Geld, als Balzac es besaß. Also machte er Schulden. Zeit seines Lebens, so schreiben viele seiner Biografen, Zeit seines Lebens litt Balzac unter Schulden. Ich bin mir, verehrte Zuseher, angesichts der Persönlichkeit von Balzac allerdings nicht sicher, dass er es war, der litt. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es allein seine Gläubiger waren, die litten. Aber hatte dieses neue Auftreten in Samt und Seide irgendwelche Folgen für sein literarisches Werk, sein Projekt der göttlichen Komödie Dantes, seine Comédie humaine entgegenzustellen, ein Panorama des sozialen Lebens seiner Zeit zu entwerfen, neue Ritterromane etwa zur Fortsetzung des ersten Erfolgs und zur weiteren Verklärung des royalistischen Gedankens? Ganz und gar nicht. Wie wir an jenem Roman sehen, der zu seinen bekanntesten, wohl auch besten zählt, zu einem Glanzstück der realistischen Erzählweise, zu der Geschichte von Vater Goriot, Le Père Goriot. Dieses Werk erschien 1835 und es verwebt das Schicksal eines jungen sozialen Aufsteigers mit dem eines alten Mannes, eines ehemaligen Nudelverkäufers, der sich auf tragische Weise verspekuliert hat. Der junge Mann, Eugène de Rastignac, und der frühere Nudelhändler Jean-Joachim Goriot leben in einer schäbigen Pension in einem völlig heruntergekommenen Viertel von Paris.
Goriot hat sich ruiniert, weil er sein gesamtes Habe in die Aussteuer für seine beiden Töchter investiert hat, die über ihrem Stande geheiratet haben. Rastignac versucht nun, durch eine Affäre mit einer dieser Töchter in jene Kreise vorzudringen, wird dabei auch von dem Alten unterstützt, der für seinen Schwiegersohn nur noch Hass empfindet. In derselben Pension wohnt auch noch ein rätselhafter Zeitgenosse namens Vautrin, wie sich später herausstellt, ein von der Polizei gesuchter Verbrecher mit anarchistischen Neigungen. Dieser Vautrin wird zum teuflischen Ratgeber Rastignacs und lenkt dessen Aufmerksamkeit auf eine junge Frau, die ein großes Erbe zu erwarten hat, schafft man nur ihren Bruder beiseite. Und er bietet sich auch an, dieses Hindernis aus dem Wege räumen zu lassen. Rastignac zögert noch, da erfährt Vater Goriot, dass seine andere Tochter die Familienjuwelen, diese kostbaren Familienjuwelen verpfändet hat, um ihren Liebhaber vor dem Konkurs zu retten. Diese Nachricht bricht dem alten Mann das Herz. Er erleidet einen Schlaganfall, keine seiner Töchter besucht ihn auf dem Sterbelager. Hier stirbt er einsam, verflucht und segnet aber auch noch in der vielleicht bewegendsten Passage der gesamten Comédie Humaine seine beiden Töchter, seine beiden Engel, wie er schreibt, wie Balzac schreibt. Rastignac bleibt bei der Tochter, die er zu seiner Geliebten gemacht hat. Er bleibt ihr treu, er hat jetzt gelernt, wie man in dieser Stadt sein Glück macht. Als das Buch erschien, rümpften manche Kritiker ihre empfindliche Nase. Wo bleibt denn da das Positive, fragten sie. Nirgendwo eine Gestalt, an der sich der Leser moralisch aufrichten kann. Dazu diese Fülle von so überaus exakt beschriebenen Details. Braucht man das überhaupt? Oder ein paar von den Figuren kannten wir ja bereits aus früheren Romanen. Da ist dem Kerl wohl nichts Neues eingefallen. Oder das sind doch Stereotypen, behauptete Figuren, keine Wesen aus Fleisch und Blut. Gerechterweise muss man hier anfügen, dass diese Stimmen keine Mehrheit fanden, was nicht bedeutet, dass sie den Autor nicht gewaltig ärgerten. Denn wenn Balzac auf etwas stolz sein konnte, dann war es zum einen gerade sein virtuoser Umgang mit den vielen Figuren, die sich aus dem einen Roman verabschiedeten, scheinbar ein vom Autor unbeachtetes eigenes Leben irgendwo anders weiterführten, dann aber wieder zurück in ein neues literarisches Schicksal verstrickt wurden. Conan Doyle hatte schon recht. Das waren sehr, sehr viele Gestalten. Doch deutlich auseinanderzuhalten sind sie allemal. Stefan Zweig, dessen letztes Werk eine nicht ganz abgeschlossene Biografie von Balzac war, griff daher gern zum romantischen Bild von Balzac als dem Vulkan, dem feuerspeienden Dämon einer poetischen Urgewalt. Aber zum Zweiten ist es ein nachgerade hämischer Vorwurf, Balzac sei zu sehr in seine Details verliebt. Da spielt wohl eher der Neid auf jenen Künstler eine Rolle, der gleichsam beiläufig das Glitzern eines Diadems, das Raffinement eines Faltenwurfs, die Linien einer zerfurchten Stirn in einer Geschwindigkeit aus dem Ärmel schütteln konnte, als handelte es sich nur um eine kleine Fingerübung. Gut, es gibt Wendungen, die machen einen empfindlichen Leser zu schaffen. Etwa, wenn Balzac eine delikate Szene mit dem Satz zusammenrafft, und er liebte sie, wie nur ein richtiger Mann eine Frau lieben kann. Aber wenn wir, verehrte Zuseher, diesen Satz ein wenig umformulieren und sagen, und er schrieb, wie nur ein richtiger Schriftsteller einen Text meistern kann, dann, ja, dann haben wir durchaus Zutreffendes gesagt.